So, endlich wieder am Weg da. Lang ist her mit dem letzten Mal gelegen. November war es, jetzt haben wir Mitte März. Ich werde jetzt einfach mal gemütlich zum Startplatz aufmarschieren. Hike and Fly in Delfs. Probieren wir mal und ich denke, ich werde mich dann am Startplatz wieder zurück einschalten. Aber okay. Jetzt habe ich den Wind fallen lassen. Ja, das wird gehen. Okay, wir sind wieder in der Luft. Jetzt geht nach oben. Jetzt sogar mit verbessertem Sound. Da geht's gut auf, das freut mich. Das ist der wirkliche Thermikflug des Jahres. Da unter mir ist die Rampe. Ich hoffe, man sieht es nachher nochmal. Und wir sind jetzt da gerade im Hauswald. Geht einmal gut auf da den Wald entlang. Kann später noch interessant werden, weil ich da eigentlich wieder reinlanden darf. Schauen wir mal, ob wir das machen oder nicht. Da vor mir geradeaus ist gerade der Markus. Direkt ober mir ist der Frank. Ich werde jetzt den noch ein bisschen ausdrehen und dann, sobald ich da oben bin, einmal Richtung Munde um mich weiterfliegen. Jetzt sind wir da direkt eigentlich über dem Landeplatz in Delfs. Das ist so das klassische Köpfel, wo es normal immer weggeht. Ui! Schauen wir mal zuerst. Schauen, dass wir da weiterkommen. Wenn man schaut, da direkt unter mir, da ist der Papa mit dem Starrflügler. Ja, ganz lässig immer wieder zum Zuschauen, wie schön die fliegen. Und ich glaube, was ich jetzt so gesehen habe, kommt der Rest. Ah, angeschlichen, wenn ich da so schön den Bald angezogen habe. Dann wird der Wind ein bisschen mehr da heroben einfach. Ab 1600, sagen wir, Süd-Südost. Also der Süd ist drin. Jetzt habe ich meinen tollen Bald verloren, oder was? Das ist aber blöd. Oder auch nicht. Müssen wir dann noch mal ein bisschen Höhe machen. Dann noch mal zumindest noch weiter auf die Jugendköpfe fliegen, bevor wir dann wieder umdrehen. Da, der Markus kreist direkt vor der Munde. Ziemlich gleiche Höhe wie ich, aber weiter am Hang drüben. Und jetzt fliegen wir mal wieder ein Stückchen. Also Mikrofonabdeckung ist verschwunden. Keine Ahnung, ob der Sound immer noch gut ist oder jetzt halt voll rauscht. Da kann ich leider nichts machen. Ich bin jetzt da gerade am Aufdrehen bei den Jugendköpfen. Jetzt gerade geht es gut auf mit 3 Meter. Sieht da super schön den Steig gerade aufgehen Richtung Niedere Munde, wo wir ein halbes Abgleiten gehabt haben. Super Video, kann ich nur empfehlen. Gibt's auf meinem Channel. Ha! Kurbeln und dann locker bleiben, Alter. Vielleicht sieht man es ja diesmal direkt vor mir. Es sind zwei Fegen, die da gerade super schön auftrennen. Ich fliege mal wieder Richtung Startplatz. Schauen wir mal mit dem Wind, ob ich da überhaupt irgendwo hinkomme. Okay. Satz mit X, das war wohl nichts. Also, ich komme jetzt da noch mal weg. Aber super low safe. Aber passt, nimm mich. Hatte ich mir jetzt echt nicht gedacht, muss ich sagen. Da ist das so mühsam tun und jetzt auf einmal hat es wieder anziehen, oder was? Wunderschöne Soaring Session, aber ich bin halt immer noch 131 Meter unter Start und noch, weiß ich nicht, 1-2 Kilometer weit weg.
Aber das sind leider so Rupfer schon wieder. Kann man lenkhobeln vielleicht jetzt. Noch ein paar Kreise, mehr brauche ich nicht. 97. 21 Meter überstaut. Sehr gut, 110 Meter drüber. Wir riskieren es jetzt einfach. 86, 87, 88 Meter überstaut. Ohrtraining kann man immer noch nicht, aber tief war blöd, weil da kann man nirgends drunter landen. Deswegen muss der passen. Okay. Sollte sich eigentlich ausgehen. Irgendwo da muss eine gehen. 20 Meter drunter. Und wenn ich da in die Wiesen geradeaus unter mir einlande, ist mir wurscht jetzt. Das machen wir jetzt einfach. Im Lee ist schön. Wir tauchen jetzt einfach da rein. So. Beschleunigen. Jawohl. Lass mal so. Nein, wo kommst du her? Baum! Okay, mit dem kann ich leben. Ich bin quasi wieder am Startplatz. Bisschen tief reinkommen, bisschen blöd reinkränkt, den bringen wir auch her, der reißt zuerst aus, bevor die Leinen reißen, zusammenbauen und passt schon. Julio, lass mal so!